Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Nach meinem Tutorial zu den DIY-Führungsschienen wünschten sich viele von euch einen Nachschlag. Und so schnappen wir uns in den folgenden Minuten eine MDF-Platte und stecken einen Nagel hindurch. Scherz beiseite, einen eigenen Kreisschneider für den Prox und Thermocut zu basteln ist schon etwas aufwendiger. Und solltet ihr mein Tutorial zu den Führungsschienen noch nicht kennen, schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Denn einige Basteltechniken erkläre ich darin noch etwas ausführlicher. Und wie schon bei den Führungsschienen sind auch die Kreisschneidermaterialien ein echtes Schnäppchen. Ihr braucht eine 5 mm starke MDF-Platte von 39 x 27 cm, die in meinem Baumarkt inklusive Zuschnitt nur 75 Cent gekostet hat. Dazu eine 8x8 mm Quadratleiste von 39 cm Länge aus möglichst hartem Holz, zum Beispiel Buche. Die gab es in meinem Fall nur als Meterware für 1,90 Euro. Somit hat das 39 cm Stückchen anteilig 74 Cent gekostet. Damit liegen die Holzkosten insgesamt bei nur 1,49 Euro. Außerdem braucht ihr noch einen dicken Nagel von etwa 2 bis 2,5 cm Länge. Dazu ein paar dünne Nägel von 1 cm Länge. Als Werkzeuge werden neben einer Säge und einem Akkuschrauber noch verschiedene Holzbohrer von 10 mm, 5 mm und 3 mm benötigt. Dazu noch einen ganz dünnen Bohrer und einen Bohrer von 25 mm Durchmesser. Ach ja, und auch noch etwas feines und grobes Schleifpapier. Überprüft als erstes, ob und von welcher Seite die 8x8 mm Leiste in die Nut des Heißdrahtschneiders passt. Schleift die Leiste gegebenenfalls etwas nach, bis sie leicht, aber auch nicht zu leicht, in die Nut hineingedrückt und herausgezogen werden kann. Markiert die entsprechende Oberseite der Leiste, tragt auf diese Seite etwas Leim auf und klebt sie bündig unter eine der langen Kanten der MDF-Platte. Meine Leiste ist leider etwas gewölbt, wie man hier sieht, aber das lässt sich wie folgt ausgleichen. Bohrt mit einem 3 mm Bohrer ein paar 1 bis 2 mm tiefe Mulden, um in diese Mulden dünne 10 mm lange Nägel einzuschlagen. Fangt an den Seiten an und drückt die Mitte der Leiste bündig an die Kante der MDF-Platte, um sie auch dort mit Nägeln zu fixieren. Dank der Nägel hält die Leiste auch besser und die Halterung ist viel stabiler. Löst dann den Draht am Prox und Thermocut, damit ihr die MDF-Platte auflegen und ganz nach links an den Bügel schieben könnt. Markiert mit zwei etwa 6 cm senkrecht abgehenden Linien, wo die Platte an den Bügel stößt. Die Fläche dazwischen sollte 1,8 cm breit sein. Ermittelt davon die Mitte und zieht eine dritte Linie genau 7 cm nach innen. Dort wird nun ein 25 mm großes Loch gebohrt. Danach werden zwei Linien von der oberen und unteren Lochkante senkrecht nach außen gezogen. Damit habt ihr nun eine 25 mm breite Fläche als Aussparung für den Bügel markiert, die entsprechend herausgesägt werden muss. Ist das erledigt, könnt ihr euren Kreisschneider im Spähen nun wunderbar nach links verschieben, ohne dabei an den Bügel zu stoßen. Weiter geht's an der rechten Seite der MDF-Platte. Übertragt den Nullpunkt von der Skala des Proxon Thermocut auf die MDF-Platte und zeichnet von dieser Markierung eine 17 cm lange Linie senkrecht nach innen. Ganz links am Ende der Linie ist nun euer Nullpunkt für den Nagel. Messt dann etwa 1,2 oder 1,3 cm zurück nach rechts, um dort später ein Loch zu bohren. Erstmal wird aber mit einem möglichst feinen Bohrer ein Loch durch den Nullpunkt gebohrt. Dieses Loch ist nötig, damit später beim Durchstechen des Nagels nicht das MDF aufreißt. Zeichnet dann eine dünne Hilfslinie in etwa 5 bis 6 cm Abstand unterhalb der langen Linie auf, um mit einem feinen, wasserfesten Stift eine Skala auf eurem Kreisschneider anzufertigen. Dazu werden ausgehend von eurem Nullpunkt nun Markierungen in jeweils 1 cm Abstand auf die lange Linie gezeichnet und dann davon senkrechte Linien nach unten. Die Enden werden dann vom Nullpunkt ausgehend und fortlaufend mit 2, 4, 6 und so weiter beschriftet. Diese Zahlen geben den Kreisdurchmesser in Zentimetern bei der jeweiligen Einstellung an. Wer möchte, kann zwischen den Linien noch weitere Linien im 5 mm Abstand für die Zwischenmaße von 3 cm, 5 cm, 7 cm und so weiter ergänzen. Danach wird ein weiteres Loch gebohrt, und zwar an der vorhin markierten Stelle, die 1,2 oder 1,3 cm von eurem Nullpunkt entfernt liegt. Nehmt einen etwa 10 mm dicken Bohrer,
und zeichnet danach wieder zwei Linien von der oberen und unteren Lochkante senkrecht zur Kante der MDF-Platte. Schnappt euch nun ein letztes Mal eure Säge und trennt den markierten Bereich heraus, um so die nötige Aussparung für den Draht des Boxon Thermocut zu bekommen. Nehmt jetzt einen etwa 5 mm dicken Holzbohrer, um auf der Unterseite eurer Platte eine Mulde unter euren Nullpunkt zu bohren. Denn durch eine 1 bis 2 mm tiefe Mulde steht der Nagelkopf später nicht heraus und kann so auch nicht die Auflagefläche eures Heißdrahtschneiders zerkratzen. Gebt einen Tropfen Leim in die Mulde und steckt dann euren Nagel hindurch. Dieser sollte etwa 2 bis 2,5 cm lang und mitteldick bis dick sein. Abschließend werden noch alle Schnittkanten glatt geschliffen und sämtliche Ecken und Kanten abgerundet. Nehmt dafür zunächst grobes und dann feines Schleifpapier. Um die Auflagefläche eures Kreisschneiders zusätzlich zu glätten, reibt die Fläche einfach mit Wachs von einem Kerzenstumpf ein und poliert dann alles mit einem Küchentuch. Fertig ist euer DIY-Kreisschneider für nur 1,49 Euro Materialkosten plus etwa eine Stunde Bastelzeit. Wer es aber gern komfortabler hätte und alles direkt fix und fertig zugeschnitten haben möchte, dem empfehle ich weiterhin die Kreisschneider von Shifting Lens oder Perval Creativus. Die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. In jedem Fall nun viel Spaß beim Zuschneiden von Kreisen, Zylindern und Kegeln und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!